Klar. Hey, cool. Und wieder runter. Ich wollte jetzt eigentlich so nach oben katapultieren, aber ist schon unten. Ja. Ja, schade. Naja, gut. Hat funktioniert. Gute Nacht, Leute. Ich bin auch mal raus aus dem TS. Schönen Abend. Jo, ciao, ciao. Tschüss, dann. Mach's gut, Alp. Naja, starte ich auch mal durch. Und park die. Ja, stationär. Ich muss eh auf Fahrsprung erstmal raus, weil ich vorhin Naila angeschossen habe. Ja, ja, ich hab auch wild drauf geschossen auf die Cutter, aber ich war nicht nix gesucht und gar nichts. Oh, warst du im gleichen Wing? Nee, gar kein Nee. Okay. Also ich bin auf dem Weg hierher noch in der Dickbus vor. User disconnected from hotel. Und ne, echt? Gang of Toloku. Ja, die sind wie... Die haben zwar Prozesse, aber die machen manchmal echt Ärger. Aber ich hab schon, und NPCs gesehen. Ja, gibt's schon. Ab und an. Wir werden die Wahlen auch gewinnen. Das ist so die Frage bei dem Vorschlag. Boah, Ding. Mal gucken, wann die Wahlen wirklich gelöst werden. Ich hoffe noch morgen. Wie viel Staub wirbelt man denn auf? Ich glaube, die Vorlaufzeit sind immer 3 Tage. Ja, dann dürfte es eigentlich morgen sein. Hinter den Dreck gelegt und boosten. So, und dann? Standen das schon 2 Tage haben wir jetzt. Morgen oder übermorgen. Gut, irgendwann müsste das dann morgen einsetzen. Dann schmeißen wir sie mit den Millionen zu, oder wie? Ja, dann einfach den will halten. Also wir haben ja eh schon guten Vorsprung jetzt. Ein paar Missionen machen, sodass das so bleibt. Reicht das wohl. Das geht. Tod in Orbital oder um welche Station geht's? Ja, genau. Mhm. Das ist ja die Hauptstation hier. Es gibt zwar noch 2 Außenposten, aber die holen wir uns irgendwann später dann. Aber expandieren wollen wir halt erstmal nicht. Ja, warum dann nicht, solltet ihr unter 75% bleiben. Du Chuck Station hin expandieren, oder? Boah. Dann Beetle Point annektieren. Ja, genau, mal gucken. Wenn die zweite Blase aufgeht, vielleicht oder so. Ja, das wird sportlich. Ich weiß nicht, da will ich nicht unbedingt nochmal hinkommen. Ja, wenn es mal auf dem Wien liegt. Wenn man gerade so ist, da ist. Ja, genau. Der war vollkommen. Naja. Nach dem letzten Treffpunkt von dem zweiten EOT-Treffen werde ich eh mehr mal die Kernkompetenz endlich zulegen. Sack A bekommen. Ist nicht wahr, aber man kann sich drauf aus. Auf dem Plan. Die habe ich gleich auf meiner ersten Reise gesucht. Ja, schön. Ich hab's gleich in den Flügen gezogen. Ich hab's halt nicht geschafft durchzuhalten bei meiner großen Reise. Kommt vor. Nach 20.000 Lichtjahren im Gänseflügerkurs hatte ich halt irgendwie die Lust verloren. Auf welchem Planeten sollte denn unterwegs? Wir sind auf Toloku AB4A. Aber nicht mehr viele. Ja, ne, das schon wäre voll. Naja. Hat sich etwas gelichtet hier. Ich glaube, ich bin da. Alleine kriegst du die Runden. Ja, jetzt fange ich mal an zum Erdzug. Was soll ich sonst machen? Viel Spaß. Danke. Ja, man findet dort Polonium. So, ich gehe jetzt auch mal raus. Macht's gut. Aber ich hab, glaube ich,
Nachti! Nachti! Mehrere, gute Nacht. Mehrere Stunden gebraucht, um drei Teile davon zu finden. Ja, ich bin woanders dafür nicht geworden. Da haben zwei, aber das war okay. Aber zu meinem Hobby machen hat das nicht. Union Kolonie besuchen. Und da fliegt er. Ich werde jetzt einmal, ich habe jetzt fast einmal Würfel zusammen, dann probiere ich das, entweder funktioniert gut, und wenn nicht, ist auch gut. Und mache wieder on Tour. Hier kommt wieder jemand angeflogen. Ich hätte gerade mit Lago, also Mr. Explorer, on Tour. Das werde ich mal sein TS auf die Reihe kriegen. Cargo Scoop deployed. Imaginäres Schiff gefordert. Nö, das war nicht imaginär. Aber irgendwie schon. Irgendeiner ballert hier rum. What? Jennifer, was ist das? Ich will mal ein bisschen fangen. Dabei. Hey, du musst aber nachschwimmen. Das hat sich. Total Chunks 14.321 Fuß. Oder was? Bei den Statistiken unter der Explorer. Wie viele Hyperraumsprünge ich gemacht habe bisher im Spiel. 14.321. Und dabei habe ich 173.000 Lichtjahre zurückgelegt. Willst du mich nicht? Bestimmt nicht. System visited 9500. Also rein rechnerisch bist du schon in der Andromeda-Galaxie. Naja. Da ist schon ein Haufen Zeug. Wer ist auf mir gelandet? Ah. 13 Wochen Spielzeit voll gemacht. London Gear retracted. Jimbo, du bist ja wanted bei mir. Ja, bin ich. Mach ein Blatt. Ich hab nur mein Schiff als Waffe, das ist das Problem. Ach ja? Oh, soll ich nochmal zurückkommen? Ich hab einmal falschen Knopf gedrückt.
Boing. Dann drückt er mich runter. Ich sag ja. Ja, wer denn sonst? Alles andere wäre doch zu einfach. Clipping Bugs. Ich hänge halb in Jimbo's Schiff drin. Warte. Ich mit Eye-Tracking zu verfolgen, ist eine lustige Sache. Geh mal in die Außenkamera. Also Sidewinders gemacht. Ja. Wer es noch nicht wusste. Ja, ja. Dennis hat anscheinend auch kein TS.
da. Ach komm, komm. Kraft ist wieder weg. Jetzt aber eilig zu landen. Der erste Ring ist gleich weg. Scan detected. Wer scannt mich hier? Jetzt habe ich eine Kratze in der Scheibe. Eine Kratze in der Scheibe. So. Da, hast du. Was ist das? Hui. Sieht cool aus. Was ist denn jetzt der Gezi Point nützen? Treffpunkt. Das ist. Station noch ist da. Wir haben noch Landepads und so weiter. Ach ja, wenn das erstmal so weit ist. Aufpassen, das steht mir so.
was ist das? Was schiebt mich da? Na jo, ich suche mir auch mal einen Haarsprung, wenn ich mein Dings hier, mein Gesuch loswerde. Dann werde ich mich auch langsam in die Station begeben. Doch, mein Blase, ohne Haarsprung. Na gut, Leute, ich werde mich dann auch verschützen. Schönen Abend, schönen Abend. Jo, gleichfalls. Alles Gute auf eurer Reise. Bis gleichfalls. Ich bleibe in der Blase, ich mache nicht mit. Ich wollte nur beim ersten Treffen mal dabei sein. Und freut mich, euch kennengelernt zu haben. Gleichfalls. Tschüss. Passt in der Blase. Bye bye. Schießt da schon wieder jemand auf mich? Das sieht ja so aus. Finde ich das? Über dein Schiff habe ich jetzt gerade durchsichtig gesehen. Halbdurchsichtig. So, da hört ja gar nicht das. Darf ich raten, ist es eine Corvette? Hm? Die du halb durchsichtig gesehen hast? Yep. Ja, das ist Reaper, der hat noch kein DS, aber ich will ihn gerade mal eben das schmackhaft machen. Ah, jetzt wieder, so halt. Wenn du bald genug weg bist. Ja, genau. Seid ihr auf die Ebene auch umgekommen? Ja. Da hab ich gar nichts gesehen. Als ich hochgehüpft bin, bin ich durchgesaust. Also viel Spaß noch, wenn ihr noch viel bleibt. Ich muss mal weg. Jupp. Schöne Abend noch. Boost auch aus dem PS. Also, bis dann. Schön. Ciao. Gut Nacht. Tschüss. Habe ich dir irgendwie die Fliege klatschen? Gute Frage. Ich werde mich dann auch auf Acker machen. Vielleicht noch ein schöner Restabend. Jo, bis dann. Geht ja noch 10 Minuten, 12 Minuten. Oh doch, es macht doch ein bisschen Schaden. Dann ciao, ciao. Jo, bye bye. Im nächsten Moment bist du wieder vom Target verschwunden. Sehr seltsam. User disconnected. Leck auf bei mir. Ich hab nichts mehr gesehen. Hat sich die Katze vor deinem Monitor bewegt?
gefallen und ich hab den Weg ins Meer, aber ich hab den Blick. Ah, okay. Ich hab nichts mehr gesehen und dann kam dieses Video. Als die haben wirklich wieder auch teilweise Sachen angefallen. Wobei das bei einer 0,12G-Welt schon eigentlich nicht so schnell so stark sein dürfte, oder? Warum? So. Der Escape Vector Bug. Jetzt hat. Ist Erfahrung. Von 4. Oh. Ja, ich hatte nur 2 dabei. Sogar beide behalten. Wow. Das ist schon ein bisschen schade, dass das immer noch so in der Instanz ist. Ja. Ich meine, wir waren da jetzt wirklich nicht so viele. Es waren, wie waren wir, 20 Leute? Cargo Scan deployed. Schade. Landing Gear deployed.
not comply. Power escape deployed. Landing gear retracted. Frameshift drive charging. So, ich sag dann auch mal gute Nacht. Gute Nacht. User disconnected from your channel. Och, bin eben bei der Kraft am Schirm. User disconnected from your channel.
Blöde Drohnen. So, und jetzt mal alle lächeln. Du mal jetzt die Zeit. Das sieht doch ganz nett aus. Jede Menge Bug ist vorne dran. Okay. Bitte wieder ein bisschen mehr Richtung Cutter fahren. Da hauen gerade zwei aus dem Bild ab.
Bis dann. Bis dann. Also alle zur Karte hier. Ja, ich hab ein Bild gemacht. Ich hoffe, es ist was geworden. Ja, da kommt noch einer. Ja, da kommen noch einige. Ich mach jetzt auch ein paar Videos. Ich nehme auch gerade alles auf. Ich mache halt gerade ein paar Bilder von der... Das kann ich auch, wenn ich das so will. Ja, du musst halt ein ganzes Stück weg dafür. Du, der geile Lombard ist noch bei uns. Da vorne ist der. Ich guck mal, ob sie funktioniert haben. Scan detected. Wenn wir schon irgendwie zusammen geschwungen haben, wir kriegen nachher. Das war die Taste. Ja. Ein paar Bilder habe ich auf jeden Fall. Schmutzhuhn ist da. Achso, ne, das ist nicht ganz schön. Das habe ich mir gedacht. Das ist doch was fürs Forum später. Ihr fahrt euch alle bei uns hier nach Hause. Wir lassen uns integrieren. Mein Schiff dazu zu bewegen. Bini. Ich sehe die Planetenoberfläche und mein Schiff macht keinen Zug. Ah, gib mal Schuh. Wie unfällig gerade rückwärts. Sonst nie. Hast du aus Versehen rückwärts Schuh und Wenden? Nein, ist alles in Normalstellung. Vertikal. Ich musste ausloggen, wollte wieder einloggen. Bin eingeloggt und sehe die Planetenoberfläche, aber ich kann keine Funktion mehr ausführen. Also im Menü selber, ja, aber das ist der dritte Versuch. Also ich habe nicht gleich Alarm gemacht. Radikal schon nach oben und teste auch deine schon diesen Ansinnen. Die sind alle an. Das ist wirklich alles, wie es vorher war. Dann trotzdem Radikalschub nach oben. Es ist ein Packen, manchmal Landstation, Schiff in der Luft, das sieht aus, als ob es eingefroren ist, aber in Wirklichkeit ist es gelandet. Nein, ich bin mehr so im Orbit, also ich bin nicht nah ja, der Oberfläche. Ja, trotzdem Schub geben. Ja, passiert doch aber nichts. Länger Geschwindigkeit. Und zwar Vertikalschub, einfach nach oben, einfach mit dem Abfall. Ja, wie wenn ich starte. Ja, genau. User joined your channel. Hallo. Na, wenn